Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2 mit unseren Stammis. Und jetzt hör auf, deinen MP3-Player zu hören. Ja, in der letzten Folge war das zwar ganz nett mit dem Laden, aber unsere Abigail, die hat sämtliche Energien da reingesteckt und darauf habe ich halt nicht geachtet und deswegen wird sie jetzt halt noch eine Zeit lang schlafen. Ich habe keinen Ton, weil ich wahrscheinlich meine Kopfhörer... Ja, genau. Ach ja. Wenn ich die auch im Prinzip leise habe, sehr leise, dann kann ich auch nichts hören, ne? Ansonsten hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich habe hier jetzt so einen speziellen Futternapf hingestellt und unser liebes Paulchen, das wird jetzt davon essen. Hoffe ich. Und wird dann auch ein bisschen... Was ist denn da? Warum musst du denn das immer... Dass sie die immer zur Sau machen? Und wir haben ja in der letzten Folge, war das glaube ich, haben wir Halsbänder gekauft, ne? Die müssten wir den auch mal anlegen. Und unsere Welpen, die werden in einem Tag erwachsen. Das heißt, dass die wahrscheinlich heute Abend dann zu, ja, großen Hundis werden, ne? Ups. Ah, doch. Dann könntest du eigentlich noch mal was davon essen. Ja, ich weiß, du willst lieber normales Futter, was nicht so grün leuchtet, ne? Kann ich überhaupt nicht verstehen. Es ist irgendwie immer alles im Weg, ne? Aber wenigstens hat es jetzt sofort gehört. Bin ich mal gespannt. 16 Tage? Das tut auch nicht den Hunger irgendwie, Dingsen. Und dann kannst du noch mal was davon essen. Also denke ich mal, die ganzen Punkte können wir halt schon durchmachen. Noch solange die Launenanzeige in Ordnung ist. Die frisst und frisst. So, und dann kannst du danach nochmal. Und dann kannst du auch normales Futter essen. Ich wollte gerade sich verziehen. Mal gucken, wie viel, ob wir noch Tage dazu kriegen. Ja, ich glaube, 26 Tage ist das Maximum bei Haustieren, ne? Na gut. Okay, du willst einfach nur entspannen? Haben wir denn irgendjemanden... Ja, genau, der Strolch. Der Strolch müsste mal gebadet werden. Wie wäre es, wenn du dich dafür dann mal freiwillig meldest? Ich denke immer, da wäre jemand. Oder ist die falsch rum? Kommen die da dann nicht rein? Hm. Ach, guck mal, die Kathi macht Tai Chi. Auch in Ordnung. Ja, Urlaub. Weiß noch nicht, wann wir in den Urlaub wieder fahren. Ich wollte ja eigentlich, dass wir in der Folge jetzt, denke ich mal, den Laden mal zu viert schmeißen. Aber die Frage ist, ja, du kommst erst um 18 Uhr wieder. Du hast morgen frei. Du hast morgen nicht frei. Du hast morgen auch nicht frei. Und wir haben morgen auch nicht frei. Das ist ja toll. Und den Kreativpunkt haben wir noch nicht. Oh, wir müssen heute zur Arbeit. Oh Mann. Aber das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Dann stehst du am besten mal auf
und machst dich soweit frisch. Was wird das hier? Du könntest ja den Strolch mal spazieren führen. Ach so, gewaschen wurdest du jetzt auch noch nicht, ne? Also zumindest sieht das nicht danach aus. Hui. Abigail, ja, genau. Wie geht's denn unserer Queenie? Die müsste auch mal gewaschen werden. Hier geht's gar nicht mal so schlecht. Mittagessen servieren. Du könntest ja... Achso. Ist schon rum. Okay, super. Ich dachte, wir hätten noch ein bisschen Zeit. Aber dann wird das jetzt noch nichts mit dem Laden. Zum Laden hinfahren. Ich denke mal, den könnten wir sowieso mal ein bisschen anders aufbauen. Was können wir denn überhaupt machen? Warte mal. Immobilien? Nee. Geschäft. Ja, Geschäft zu Hause eröffnen, das ist ja... Ich glaube, das kann Abby nur machen, ne? Ja. Also ich würde mal zu gerne wissen, wann dieser Gärtner eigentlich immer kommt. Und wann wir uns eigentlich um... Ah, guck mal, hier können wir jetzt das erste pflegen. Ich glaube, es wird bald soweit sein, dass die Geburtstag haben. Oder? So, warte mal, wir könnten doch jetzt mal gucken. Weil ich wollte auch wissen wegen den Halsbändern. Oder wegen dem Halsband, sozusagen. Ich hoffe, das können wir jetzt mit ihm machen. Ja, genau. Ich weiß nur nicht, ob dir das so ganz toll steht. Toilette benutzen, ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sein müsste. Ach ja. Angesungen werden. Ach, guck mal, wer da kommt. Die pieseln auf... Sag mal, du liegst auch bequem, ne? Strolch. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Aber wir können ihn nicht zum Essen rufen, ne? Aber ich glaube, er macht das schon selber. Ja, ja. Kannst du denn nicht hier aus dem Napf fressen? Oh, wow. So, ah ja, genau. Duschen. Und dann aufs Klo säubern und säubern. Naja, natürlich. Im Stehen muss ja auch unbedingt sein. So, du könntest eigentlich schlafen. Ich glaube, Pünktchen ist wieder unterwegs, ja.
Ich weiß nicht, ob die jetzt groß werden, aber es sah danach aus, aber es war wohl doch nicht so. Eigentlich wollte ich ihn ja zuerst waschen, ne? Aber das hat sich ja dann erledigt. Wie sieht es denn bei dir mit Kochen aus? Du könntest ja für die Abby vielleicht Spaghetti kochen. Ich weiß ja nicht, wann kommst du denn nach Hause? Um 0 Uhr, ja, genau. Ja, aber du hast ja schon den Hunger quasi gefüllt. Gut, dass die das machen. Aber es schadet ja nichts, wenn man mal. Oh. Das hast du sehr schön gemacht. Super. Ja, den Kack, den kannst du im Zweifelsfall selber essen. Aber nicht anderen anbieten. Jenna, Wands und Abigail sind keine besten Freunde mehr. Ach, ja. Ah, okay. Willst du nicht vorher lieber dann mal duschen und dass du angezogen bist? Queenie müsste man mal baden, wollte ich nur mal gesagt haben. Ah, Abigail ist wieder zu Hause. Super. Dann kannst du dich ja mal voll und ganz entspannen. So, dann zeig mal. Ja, so ist das doch mal wieder schön, oder nicht? Oh Gott, reparieren. Und die kannst du wahrscheinlich nicht aufwischen. Ah, doch, die wird auch aufgewischt. Wie ist ja praktisch. Ach so, du bist jemand anderes. Ich dachte, okay, Queenie, was machst du jetzt da? Aber sie ist ja hier drin. Ah, gut, dass du wach bist. Oder, nein. Strolch. Wir wollen doch Strolch baden. Ich bin echt froh, dass die jetzt im Moment nicht so am Verhungern sind anscheinend. Aber die gehen ja auch nicht arbeiten, ne? Spazieren führen. Vielleicht geht er dann, entleert seine Blase. Ja, genau. Das finde ich toll. Oh Gottchen, wie süß. Oh, hallo. Wieso kann ich den denn nur verjagen? Der frisst meine Blumen. Du könntest auch einfach schlafen gehen. Kathi hat heute frei, ja, das weiß ich. Wo bleibst du denn? Ich möchte ihn gerne begrüßen. Weil er hat so schöne leuchtende Augen. Hallo. Och Mann. Adam. Ja, Hund. Haben wir es jetzt bald? Oh Mann.
Fushi. Fosigini. Wir geben dir mal Leckerchen. Wir haben ja genug. Jetzt warte doch mal. Ich hab dich nicht reingebeten. Hallo. Hallo. Ja, genau. Ich hab dich nicht adoptiert. Boah, was wird denn das hier jetzt? Ja, nicht anschreien. Opala. Dann lieber nur Leckerchen. Ist ja gut. Okay. Dann verjag den mal. Nein, ich möchte da jetzt nicht spielen. Moment mal. Haben wir jetzt Gewitter oder haben wir kein Gewitter? Das war jetzt strange. So. Frühstück servieren. Müsli können wir doch mal machen. So, also Kathi hat heute frei. Adam hat heute nicht frei. Aber was wir machen könnten, wäre uns frei nehmen. Dann fangen wir doch gleich mal mit dem Theo an. Oh, ein Pinguin! Hallo! Willst du auch durch unsere Wohnung laufen? Oh, nö. Ja? Nein? Doch? Nein? Okay, dann halt nicht. Krank melden sind wir. Wir sind zwar nicht krank, aber egal. Ja, ich möchte krank feiern. So, Kathi hat frei. So, jetzt wird mal gegessen. So, du machst dich jetzt auch mal fertig. Und du rufst mal zu Hause an. Oh, guck mal an. Der Gärtner ist da. Na, möchtest du auch wirklich alle Blumen gießen? Hier ist alles zu gießen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, ich möchte mich... Wieso sieht der denn genauso aus? Job kündigen? Nö. Eigentlich ja nicht. Wir haben doch einen Urlaubstag. Ah, wie cool. Da können wir auch pflegen. Aber schön, dass das unser Gärtner macht.
Ah, du schläfst jetzt. Oh Mann. So kommen wir doch nie in den. Was bist du denn? Oh mein Gott, seid ihr knuffig. Wie süß. Ja, nee. Das ist weniger süß, ne? Oh Gott, wie süß ist das denn bitte? Oh, ihr seid so knuffig. Ja. Na, wenn, dann muss das alles ja gelobt werden, ne? Na, was soll das denn jetzt? Ich habe das genau gesehen. Wieso wechselt der eigentlich? Ach komm, jetzt lass den mal. So haben wir nicht gewettet. So nicht. Aber meine Lieben, es wird allerhöchste Zeit, einen Cut zu machen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.